Wunderschönen guten Tag miteinander und herzlich willkommen hier in Zürich Wollishofen zum Partytag 2016 und zur offiziellen Kickoff-Veranstaltung der Kampagne für die Vollgeld-Initiative. Vielen Dank, sind Sie alle hier. Das ist großartig. Wir haben einen langen und arbeitsintensiven Tag vor uns. Und ich möchte gleich zu Beginn Thomas Meyer, zum Kampagnenleiter, das Wort geben. Er wird ein paar administrative Details erklären. Also als erstes würde ich gerne mit Ihnen noch kurz mit euch und Ihnen und herzlich willkommen von mir auch einen Blick auf den Tag werfen. Wir haben jetzt eine Stunde vorbereitete Beiträge, so zur Einstimmung vor. Dann wird dann der Hauptteil des Tages mit Arbeitsgruppen belegt sein. Die erste Arbeitsgruppeneinheit findet dann um 11.30 Uhr nach der Pause statt. Dann gibt es eine zweite kleine Arbeitsgruppeneinheit vor dem Mittagessen, wo es dann darum geht, dass man die Regionalgruppen aktiviert, dass so einfach die Möglichkeit ist, sich da zusammenzufinden. Dann um 13 Uhr gibt es dann Mittagessen für uns. Alles wird da schon ein bisschen draußen vorbereitet. Und am Nachmittag geht es dann weiter, 14.30 Uhr weitere Arbeitsgruppen, Pause 16 Uhr, dann der vierte Teil der Arbeitsgruppen. Ungefähr um 17:30 ist geplant, dass wir dann die Tagung beenden. Die Arbeitsgruppen und findet ihr immer noch auf den Plänen, am Eingang hängen welche, dort hängen welche, also könnt ihr immer wieder schauen, wir sagen es dann immer vor der Einheit auch nochmal an. Und es sind dann hier Orte definiert, man sieht die Zahlen, 1 ist auf der Bühne, 2, 3 und so weiter, dann auch im Raum hinter der Trennwand, draußen gibt es dann auch noch die Nummer 12 und 13. Das sind dann immer die Orte, wo dann die jeweiligen Gruppen stattfinden. Also dort sich dann einfach sammeln. Wir haben also für Raummiete und Essen effektive Kosten von etwa 30 bis 40 Franken pro Teilnehmer. Deswegen wäre schön, um einen Beitrag in der Höhe oder höher in die Kollekte, die am Tagungstisch draußen liegt. Es sind dann draußen am Tagungstisch liegen auch noch ein paar Materialien, die für heute ganz hilfreich sind. Einerseits die Kampagnenplanung, wo auch die einzelnen Arbeitsprojekte detailliert beschrieben sind, Mithilfebogen und so weiter, bitte also sich dort auch bedienen. Ja, soweit. Ja, also wir haben einiges vor. Jetzt, bevor wir aber wirklich in die Arbeitsgruppen einsteigen, gibt es noch das eine oder andere Referat. Und starten möchte Hans Rudi als Präsident und ich möchte ihm gerne das Wort geben, dass er auch noch uns einführen kann. Gut, gerne. Ich möchte alle auch von meiner Seite herzlich begrüßen und herzlich danken, dass Sie heute nach Wollishofen gekommen sind und damit hoffentlich zeigen, dass Sie sich neu und weiterhin für die Vollgeld-Initiative einsetzen wollen. Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Und zum dritten Mal danke ich heute all jenen, die bereit sind, diese wohl wichtigste Volksinitiative der letzten Jahre zu unterstützen. Vor 7 Jahren ging es um den Aufbau eines Zusammenschlusses von Menschen, die die Dringlichkeit einer Geldreform verstanden hatten. Vor 2 Jahren ging es um den Aufbau eines Netzwerkes von Unterschriftensammlerinnen. Und heute geht es um den Aufbau der Abstimmungskampagne. Zum dritten Mal also versammeln sich Freiwillige, um einem ambitiösen, aber absolut notwendigen Projekt zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist ein gutes Zeichen und macht Mut. Mut und Kreativität und Kompetenz sind gefragt. Occupy Wall Street sprach von 99%, die dem 1%
der Höchstvermögenden gegenüberstehen. Wir gehören hingegen zu dem 1%, das weiß, wie das heutige Geldsystem funktioniert und dass es genau deshalb verändert werden muss. Wie können wir die 99% Ahnungslosen bis zum Abstimmungstermin glaubhaft darüber informieren, dass uns das heutige Geldsystem unlösbare Probleme beschert und dass die Vollgeldreform eine überzeugende Alternative bietet? Das wird für die nächsten Jahre unsere Aufgabe sein. Mit eurem entschlossenen Einsatz kann das uns gelingen. Die sogenannte Vollgeld-Initiative will das nun ändern, heute eingereicht mit 112.000 Unterschriften. In der Schweiz soll die Nationalbank künftig allein entscheiden dürfen, wie viel Geld im Umlauf ist. Der Einfluss der Geschäftsbanken auf die Geldmenge ist den Initianten zu groß. Auch elektronisches Geld müsse von der Nationalbank erzeugt werden. Dann seien Finanzblasen wie bei der Finanzkrise 2008 nicht mehr möglich. Ein Großteil des Geldes, das im Umlauf ist, ist sogenannte. So, dann kommen wir jetzt noch zum Eco-Beitrag. Mein Name ist übrigens Daniel Meyer, ich bin Geschäftsführer und Mitinitiant der Initiative des Vereins Momo. Und ich bin hocherfreut, viele bekannte Gesichter zu sehen, die in Funk, Film und Fernsehen auch jetzt bereits präsent waren. Und jetzt folgt der Beitrag. Doch wer regiert eigentlich das Geld? Kritiker sehen die Ursache von Bankenkrisen und überbordenden Staatsschulden in der aktuellen Geldordnung. Mit der Vollgeld-Initiative, die morgen eingereicht wird, wollen sie dies ändern. Die Initiative wirft fundamentale Fragen auf. Was ist Geld? Ein Meer von Zahlen? Woher nehmen Banken Geld, wenn sie Hypotheken oder andere Kredite vergeben? Die Antwort scheint klar. Von den Bürgern einfach, von den Steuern von den Bürgern wird einfach gesagt. Die Bank nimmt da Geld von Sparern. Ich lag von Kunden, von Spargeldern. Dann Geld, das abgelehnt worden ist, also so wie Auslehnen von Geld, aber nicht mehr. Sparte von den Leuten, die sie nachher für die Hypotheken und so, denke ich. Das Geld umsetzen von den Kunden, ja. Ja, der Mensch wird der Bank haben. Und das macht Eko bei der Alternativen Bank Schweiz in Oldenburg. Geschäftsleiter Martin Rohner sagt, es sei alles ganz anders, als sich das die meisten vorstellen. Wenn Banken Kredit vergeben und dann gleichzeitig der Kunde, der Kreditnehmende, das Geld auf dem Konto gutschreibt, dann wird Geld geschaffen. Sie müssen sich das so vorstellen, auf der Aktivseite in der Bilanz der Banken da steigen die Auslegungen und auf der Passivseite da steigen die Kundeneinlagen
In der entsprechenden Höhe erhöht sich auch die Geldmenge erhöhen. Das meiste Geld, das sich heute im Umlauf befindet, besteht weder aus Noten oder Münzen, sondern ist elektronisches Geld in Bankcomputern. Es entsteht auf Knopfdruck, wenn ein Kredit verbucht wird, fast aus dem Nichts, wäre damit noch die Zentralbank eines Landes. Die Zentralbank ist die Grundlage des heutigen Geldsystems. Bei ihr beziehen Geschäftsbanken sogenanntes Zentralbankengeld. Es dient als Sicherheit für das Bankgeschäft. Auf dieser Basis schöpfen Geschäftsbanken dann selber Geld. Zum Beispiel, wenn eine Bank eine Hypothek vergibt oder einer Firma einen Kredit gewährt. Neues Geld entsteht auch, wenn eine Bank einer anderen einen sogenannten Interbankenkredit vergibt. Oder wenn eine Bank einem Staat Geld leiht, einen Kredit gibt. In dieser Kreditgeldschöpfung der Geschäftsbanken orten Kritiker eine wesentliche Ursache von Bankenkrisen oder überbordenden Staatsschulden. Mit der sogenannten Vollgeldinitiative wollen sie das ändern. Josef Huber publiziert seit vielen Jahren zum Geldwesen. Der emeritierte Professor der Deutschen Universität Halle plädiert für eine radikale Reform. Er will Geschäftsbanken die Geldschöpfung, das sogenannte Giralgeld, verbieten. Das ist ja sozusagen die Fehlkonstruktion an dem Giralgeldsystem, das wir heute haben, dass die Banken nicht nur Kreditgeschäfte, Dienstleistungen erbringen für die Kunden, Kreditgeschäfte betreiben, Investmentbanking betreiben, sondern sie selbst nach eigenem Beschluss und Willen auch die dafür nötigen Zahlungsmittel herstellen können. Eine Studie des Internationalen Währungsfonds IWF kam vor 2 Jahren zum Schluss, dass eine gewisse Einschränkung der Geldschöpfung der Geschäftsbanken Vorteile mit sich brächte. Weniger Spekulation, keine Bankruns mehr, tiefere Inflation. Insgesamt ein stabileres Finanzsystem. Geldsysteme sind nicht in Stein gemeißelt. Sie entwickeln sich. Im 19. Jahrhundert etwa emittierten Geschäftsbanken in der Schweiz ihre eigenen Banknoten und bestimmten damit die Menge des umlaufenden Geldes. Eine Volksabstimmung im Jahr 1891 entzog ihnen dieses Privileg. Es entstand ein Banknotenmonopol. Das Recht zur Ausgabe von Banknoten oder anderen gleichartigen Geldzeichen steht ausschließlich dem Bunde zu. Seit 1907 ist die Schweizerische Nationalbank vom Bund mit der Banknotenproduktion beauftragt. Doch mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr ging, wenn nicht das Notenmonopol, so doch das Geldmonopol verloren. Heute ist viel Geld nicht mehr an die Realwirtschaft gekoppelt. Sergio Rossi, Wirtschaftsprofessor an der Universität Fribourg, ist im wissenschaftlichen Beirat des Initiativkomitees. Er unterstützt im Grundsatz das Ansinnen der Vollgeldinitiative. Sie zwingt, über die Natur des Geldes nachzudenken. Ökonomen und Zentralbanker wissen längst nicht alle, was Geld ist. Man glaubt, es falle vom Himmel oder stammt von der Zentralbank, wenn die ihre Reserven erhöht. Das stimmt nicht. Der Ausbruch der Finanzkrise 2008 war ein Resultat allzu großzügiger Kreditvergabe der Banken, die das Wirtschaftswachstum ungenügend berücksichtigte. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat sich zum Thema Vollgeldinitiative bisher nicht offiziell geäußert. Präsident Thomas Jordan griff das Thema aber in einem Referat auf. Vollgeld wäre, Zitat, ein gigantisches Experiment, für das historische Erfahrungs- und Vergleichswerte fehlen würden. Sergio Rossi findet, die SNB könne die Geldmenge kaum mehr kontrollieren. Das Gros der Geldmenge würden die Geschäftsbanken steuern. Droht eine Geschäftsbank unterzugehen, muss immer die Nationalbank die nötige Liquidität geben. Die Geldmenge bestimmen also Geschäftsbanken. Die Nationalbank kann nur deren Bedürfnissen nachkommen. Ansonsten riskiert sie instabile Verhältnisse oder gar eine Finanzkrise. Die SNB verzichtete auf eine Stellungnahme zu dieser Kritik.
Martin Rohner sieht das Problem nicht in der Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Ändern müsse sich deren Verhalten bei der Kreditvergabe. Die Herausforderung, glaube ich, ist nicht Geldschöpfung über Kreditvergabe. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, was mit diesen Krediten passiert. Und ich glaube, in der Vergangenheit, was wir gesehen haben, ist, dass sich Banken dort falsch verhalten haben. Sie sind exzessive Risiken eingegangen. Und sie haben eigentlich beispielsweise soziale und ökologische Risiken überhaupt nicht in Betracht gezogen. Das Geldsystem und damit die gesamte Wirtschaft beruht seit einigen Jahrzehnten auf der Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Ein fragiles System. Da. Ja, also diesen Beitrag, den haben wahrscheinlich über 100.000 Menschen gesehen. Und wir haben ausgerechnet, dass wir etwa 1.200.000 Menschen brauchen, die Ja sagen, wenn es dann zur Abstimmung kommt. Wir haben also viel Aufklärungsarbeit vor uns. Wir müssen also, die Leute müssen ja nicht nur solche Beiträge sehen, sondern sie müssen sie auch dann, sie müssen überzeugt werden, dass es dringend notwendig ist, eine Veränderung vorzunehmen. Und ganz offen gesagt, das liegt an uns hier, die hier versammelt sind in diesem Raum, das zu bewerkstelligen. Jetzt, bisher, wir haben schon sehr viel gemacht, aber es ist nach wie vor so, dass wir es nicht wirklich geschafft haben. Andere Organisationen, sei es NGOs oder sei es Parteien, so von dem Anliegen zu überzeugen, dass sie sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch uns outen und sagen, dass wir die Vorgängerinitiative unterstützen. Also ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, dass eben die Vorgängerinitiative zwischen allen Fronten steht, und dazu referiert jetzt Reinhold Wallner, unser Mediensprecher und Mitglied des Initiativkomitees. Bitte schön. Ja, liebe Vollgeld-Freundinnen und Freunde, wir alle wissen, dass unsere Initiative politisch nicht einfach einzuordnen ist. Das ist eine Gefahr, aber auch eine Chance für uns. Ich möchte zur politischen Einordnung einige Schlagworte und Argumente aufgreifen, die in der Diskussion bisher schon aufgetaucht sind, und dazu eine persönliche Bemerkung machen. Die Gedanken sind bekanntlich frei, aber ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Überlegungen zustimmen könnt. Eine der ersten Schlagzeilen zur Vollgeldinitiative lautete die Geldrevolution oder der Verein, der die Banken entmachtet. Auch die SNB hat schon von einem gigantischen Umbau des Finanzsystems gesprochen. Sind wir also Revoluzer und Umstürzler? Wenn ich so in die Runde schaue, so finde ich, dass wir schon rein äußerlich diesem Bild nicht ganz entsprechen. Unsere Initiative kann auf eine über 70-jährige Diskussion in der Ökonomie zurückblicken, und viele Ökonomen haben ähnliche Gedanken entwickelt. Von einer Revolution kann also keine Rede sein. Auch wenn man die konkreten Vorschläge der Initiative anschaut, so wird sofort klar, dass unsere Vorschläge eigentlich sehr zurückhaltend sind. Wir wollen nur, dass der Staat das Geld herstellt, und die Banken sollen Geld nur verleihen, das sie von jemandem bekommen haben. Das soll revolutionär sein. Die Vorstellung, dass Banken Kredite nur vermitteln, ist eine konservative Vorstellung. Und wenn wir von den Banken ein Verhalten verlangen, das sie früher selbst für richtig gehalten haben, dann müsste man uns wohl eher als konservativ, aber sicher nicht als revolutionär bezeichnen. Nicht wir sind die Revolutionäre und Umstürzler. Das sind vielmehr die Banken und die unaufgeklärten Parlamentarier, die in den letzten Jahrzehnten ein Geldsystem haben entstehen lassen, welches sich nicht mehr an der Grundidee der ursprünglichen Verfassung orientiert. Denn die Verfassung 1893 wollte eigentlich, dass das Geld nur noch von der Nationalbank kommt. Aber die technischen Entwicklungen, die Interessenpolitik der Banken und das Desinteresse der Öffentlichkeit haben diesen Willen vergessen lassen. Stehen wir politisch also rechts? Wohl kaum. Denn ein Hauptvorwurf wird sicher sein,
dass wir viel zu staatsgläubig sind und der SMBs bzw. dem Staat zu viel Macht geben. Das Argument, die SMB erhalte zu viel Macht und dies könne zu einer zentralistisch gesteuerten Wirtschaft führen, wird ein ganz zentrales Argument gegen uns sein. Außerdem wird argumentiert werden, dass die SMB viel weniger in der Lage sei, die Bedürfnisse der Wirtschaft richtig zu erkennen. Die Banken könnten das besser. Die erste Antwort auf diese Argumentation wird immer sein, dass man klar zwischen Geld und Kredit unterscheiden muss. Das Geld kommt von der SMB, Kredite werden aber wie bisher von den Banken vergeben. Von einer zentralen Kreditkontrolle sind wir meilenweit entfernt. Die zweite Antwort ist bereits etwas komplexer und hängt von den Möglichkeiten ab, wie neues Geld in Umlauf kommen soll. Bekanntlich schlagen wir dazu drei Wege vor. Einerseits über Ausgaben des Bundes bzw. der Kantone, zweitens über Ausgaben der Bürger als Bürgerdividende oder über verzinsliche Darlehen an die Banken. Diese Darlehen an die Banken, das ist der grüne Balken in der Grafik, ist ein ganz zentrales Argument in der kommenden Diskussion, und zwar aus verschiedenen Gründen. Die SMB kann sich auf diesem Weg das notwendige Marktwissen der Banken aneignen und mit den bisherigen Instrumenten fein auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Über die Festlegung der Bedingungen kann sie aber viel stärker und im Voraus agieren. Es braucht keine allwissende SMB im Folge. Die SMB kann sich schrittweise und in Zusammenarbeit mit den Banken an das richtige Geldvolumen heranlassen. Die SMB kann auch, wenn sie diesen dritten Weg stark betont, den Übergang zum neuen System leicht und in kleinen Schritten gestalten. Allerdings fällt dann weniger Seniorage an, aber das wäre zu akzeptieren, denn die Seniorage ist nicht das Hauptziel der Initiative. So staatsgläubig, wie uns die Gegner darstellen wollen, sind wir also nicht. Wir sehen durchaus die Vorteile des Marktes. Aber dieser Markt sollte fairer sein als bisher und ein so wichtiges Monopol wie die Geldschöpfung soll nicht den Banken überlassen werden. Stehen wir also doch rechts und perfektionieren den Kapitalismus, statt ihn zu überwinden? Zuerst muss ich ihn durchführen. Es stimmt, wir schaffen den Kapitalismus nicht ab. Aber wir können mit der Folgeinitiative den überbordenden Finanzkapitalismus, den Turbokapitalismus, spürbar zähmen. Einerseits durch unser Grundmodell der staatlichen Geldschöpfung. Denn diese fast unbegrenzte Geldschöpfungsmöglichkeit der Banken ist eine der Grundlagen für die Entwicklungen und Exzesse in den vergangenen Jahrzehnten. Andererseits wird der Turbokapitalismus aber auch durch unser zweites Standbein begrenzt, nämlich durch die in der Initiative enthaltenen Bestimmungen zur Finanzmarktregulierung. Wir erwarten vom Gesetzgeber, dass er den Finanzmarkt im Gesamtinteresse des Landes ordnet. Dass für den Gesetzgeber dabei ein recht großer Spielraum besteht, ist uns bewusst. Aber mit diesen Bestimmungen zur Finanzmarktregulierung und der Vorstellung von Geld als Teil der öffentlichen Infrastruktur wird die Stellung des Parlaments bzw. des Gesetzgebers wesentlich gestärkt. Sind diese Maßnahmen und Erwartungen aber nicht viel zu schwach? Braucht es nicht vielmehr stärkere Korrekturen am System, um es nachhaltig und gerechter zu machen? Stehen wir also doch zu rechts und übersehen die Umverteilungsproblematik? Wir haben nie behauptet, dass die Folgeinitiative alle Probleme lösen wird. Die Tendenzen zur Einkommens- und Vermögenskonzentration sind stark und über das Steuersystem und andere Maßnahmen bleibt noch viel zu tun. Denn die Verteilungsfrage ist zweifellos eine der zentralen Fragen der Politik. Aber die Initiative bringt auch in diesem Bereich aus zwei Gründen eine Verbesserung. Einerseits, indem den Banken das Privileg zur Geldschöpfung weggenommen wird, denn dieses Privileg hat den Banken und den mit ihnen verbundenen Akteuren immer wieder
erlaubt, auf den Finanzmärkten fragwürdige Gewinne zu erzielen. Auf der anderen Seite wird mit dem Vollgeld die Seniorage der Allgemeinheit überlassen. Entweder über die Ausschüttungen an den Bund bzw. die Kantone oder als Bürgerdividende. Auch dies wird einen Beitrag zu einer besseren, gerechteren Verteilung der Einkommen und Vermögen führen und zu einer Entschuldung der Gesellschaft beitragen. Von linker Seite wurde auch schon kritisiert, wir würden einen primitiven Monetarismus vertreten. Aber das ist falsch. Denn wie bereits erwähnt, kann die Nationalbank weiterhin Darlehen an die Banken gewähren und damit auch eine nachfrageorientierte Geldpolitik betreiben. Und auch die Idee der Bürgerdividende ist eine Möglichkeit zur Steigerung der Nachfrage. Und dies entspricht eher einer keynesianischen Wirtschaftspolitik. Selbstverständlich wird vorgebracht werden, unsere Initiative würde die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Banken und damit auch Arbeitsplätze gefährden. Wir teilen diese Auffassung nicht, sondern meinen, dass die Banken mit einem sicheren Geld noch an Attraktivität gewinnen können. Uns geht es nicht darum, den Banken zu schaden. Aber wir möchten auch nicht, dass sie mit staatlicher Hilfe Vorteile genießen und Risiken eingehen, für die dann letztlich doch der Steuerzahler haftet. Auch hier geht es letztlich um eine Grundsatzfrage, nämlich um die Frage, ob unter dem Diktat des Wettbewerbs eine unfaire Struktur gerechtfertigt werden soll, eine Struktur, die vor allem der Finanzwirtschaft dient, der Realwirtschaft aber oft schadet. Ein wichtiges Argument gegen unsere Initiative wird auch sein, dass wir in der Schweiz ja ein gut funktionierendes System haben, die Inflation ist tief, der Fall UBS ist schon lange wieder vergessen. Der Bund hat reagiert und mit neuen Vorschriften hat er die Sache im Griff. So etwa der Tenor der Bankenvereinigung. Wir haben hier einen schwierigen Balanceakt vor uns. Es stimmt natürlich, dass wir in der Schweiz in einer privilegierten Situation sind. Aber die Inflation auf den Aktien- und Immobilienmärkten zeigen deutlich, dass auch wir unsere Probleme haben. Auch die vielen neuen Regulierungen sind ein klarer Beleg dafür, dass das Unbehagen beim Bund und den verantwortlichen Stellen nach wie vor groß ist. Denn auch Sie wissen, der nächste Crash, der kommt bestimmt. Diese Position zwischen allen Fronten beinhaltet das Risiko, dass wir zwischen links und rechts erdrückt werden. Diese Gefahr ist real. Denn bis heute ist es uns ja nicht gelungen, große Parteien und Verbände für uns zu gewinnen. Den Linken gehen wir zu wenig weit oder setzen am falschen Ort an. Für die Rechte bringen wir einige Privilegien und den Finanzplatz in Gefahr. Auf der anderen Seite hat diese Position auch den Vorteil, dass wir bisher nicht einer Seite zugeordnet werden können. Es wäre ideal, wenn wir diese Neutralität so lange als möglich halten könnten und nicht von einer Seite vereinnahmt werden, was dann unweigerlich die Ablehnung durch die andere Seite zur Folge hätte. Es müsste also unser Ziel sein, so viele Kräfte wie möglich außerhalb der üblichen Parteienlandschaft zu gewinnen. Und ich denke, das ist eines der großen Ziele des heutigen Tages. So wie sich die Zivilgesellschaft gegen die Umsetzungsinitiative gewehrt hat, so müssen wir versuchen, die Zivilgesellschaft für unsere Botschaft zu gewinnen. Uns geht es vordergründig um ein echtes Geld für alle. Aber dahinter stehen Werte wie Sicherheit, Abbau der Staatshaftung für Banken, eine Stärkung der Realwirtschaft gegenüber der Finanzwirtschaft. Es geht um einen Beitrag zur Lösung der Umwelt- und Verteilungsfragen. Eine große Stärke unserer Initiative besteht auch darin, dass sie im Unterschied zu anderen Initiativen keine Detailvorschriften enthält, die sich nachher als Stolpersteine erweisen könnten. Wir beschränken uns bewusst auf einige wenige Grundsätze und auf diese müssen wir immer wieder hinweisen und versuchen, die Diskussion auf dieser grundsätzlichen Ebene zu führen. Diese positiven Botschaften kennen Sie alle schon, ich blende Sie hier deshalb nur ganz kurz ein.
Wir kommen heute sicher noch auf Sie zu sprechen. Es sind alles wichtige Ziele und es lohnt sich, für diese Themen zu kämpfen. Es gibt also viel zu tun. Packen wir es mit Vollkraft an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat auch schon Referate gegeben, bei einem Referat, das Bruno Marti bei den Jungfreisinnigen des Kantons Schwyz in Pfäffikon gehalten hat, haben wir dann noch die Rückmeldung gekriegt, dass wir die Probleme, so wie sich auch einige beschrieben hat, sehr richtig erkannt haben, jedoch aber unser Lösungsansatz der falsche wäre. Und, aber aus meiner Sicht ist es so, dass Sie einfach nicht verstanden haben, genau, wie denn unsere Lösung wirklich konkret aussieht. Oder man hört mit einem Ohr hin und fällt dann sehr schnell ein Urteil. Ich glaube, da liegt es an uns, das wirklich so präzise und genau zu kommunizieren, dass es eben rein vorher gemacht hat, dass die Leute wirklich im Kern verstehen, dass es hier um Sachpolitik geht, die grundvernünftig ist. Und das ist unsere Aufgabe. Was auch eine Rückmeldung war, ist, wir hätten es wäre ein Fehler der Schweizerischen Nationalbank, eine so große Macht zu geben, wie auch bereits angetönt. Und ich denke, das werden wir immer wieder hören, oder? Weil die SNB steht doch aktuell ein bisschen in der Kritik. Und wieso soll man jetzt einer Institution, die in der Kritik steht, noch mehr Macht geben? Und ich denke, an dieser Stelle lohnt es sich, Philipp Mastronati zuzuhören. Er ist emeritierter Professor für öffentliches Recht der Universität St. Gallen und wird jetzt ein Referat halten zur Legitimation der Schweizerischen Nationalbank unter Vollgeld. Bitte schön für die Pastoral. Liebe Freunde, liebe Mitstreiterinnen, liebe Idealisten, wir alles sind Idealisten. Und das ist meine kurz vorangestellte persönliche Kampagnenbotschaft an uns alle. Seid und bleibt Idealisten. Lasst euch nicht von Realitäten, die von Realisten vertreten werden, enttäuschen. Denn enttäuschen lässt sich nur der, der sich vorher getäuscht hat. Und Vollgeld ist keine Täuschung. Wir sind gar nicht Leute, die sich enttäuschen lassen können. Diese Haltung sollten wir durchziehen. Egal, Bundesrat sagt nein, egal, Parlament sagt nein. Unser Ziel ist nicht Bundesrat, nicht Parlament, es ist das Volk. Und wir werden bis dorthin unser Ideal, dieses Vollgelddenken, vertreten müssen und können. Und es geht darum, diesen Gedanken, diese Idee in die Köpfe der Menschen zu setzen. Alle Menschen sind gerne Idealisten und möchten etwas Besseres. Und da müssen wir anpacken, nicht bei der Bekämpfung des Negativen. Meine Grundbotschaft. Und in diesem Sinne möchte ich auch eben gerade zu dieser einzelnen Frage, die mag euch vielleicht technisch scheinen, aber sie ist sehr wichtig, sie ist sehr zentral. Uns wird von Kritikern, eben solchen Realisten, vorgeworfen, wir seien staatsgläubig und wollten der ohnehin schon umstrittenen Nationalbank noch mehr Macht zuschanzen. Manchmal wird uns sogar die Verstaatlichung des Finanzmarktes untergeschoben. Diese Vorwürfe sind falsch, aber sie müssen von uns ernst genommen werden. Zunächst stimmt es, dass die Vollgeldinitiative dem Staat und der SNB mehr Macht verleihen will. Sie verschiebt die Geldschöpfungsaufgabe von den Banken zur Nationalbank.
Zudem gibt es in der Nationalbank eine Steuerungskompetenz über den Finanzmarkt. Ihr seht, da geht es nicht nur darum, Buchgeld zu schaffen. Wir reden immer von dem, aber es gibt auch anderes. Es gewährleisten. Ordnet den Finanzmarkt. Ja, von der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Alles das ist drin und ist nötig, weil sonst würden die Banken wieder das tun, was sie schon taten. Hier wird das Geld und mit ihm der Finanzmarkt in seinen Kernfunktionen, dem sogenannten freien Markt, entzogen und einer staatlichen Steuerung unterstellt. Geld und Finanzmarkt sind nicht dem privaten Handel zu unterstellen, sondern bilden eine Infrastruktur dieses Handels, dessen Voraussetzung Geld, Wirtschaft. Die Voraussetzungen eines funktionsfähigen Handels und Wettbewerbs aber sind in unserer liberalen Ordnung Sache des Staates. Die Gewährleistung solcher Infrastrukturen ordnet die Schweiz in der Form des Service Public. Also Straßen, Eisenbahn, Energieversorgung, Post, Fernmeldewesen. Im Finanzmarkt ist dies Sache der Nationalbank. Hier, sie soll steuern, sie soll gewährleisten, dafür, dass die Finanzdienstleister es richtig tun. Die Macht unserer Zentralbank wird damit gestärkt. Ja, das ist so gewollt. Aber es muss sich rechtfertigen lassen. Jede Machtausübung muss sich in unserer liberalen Gesellschaft verantworten. Wird Macht einer staatlichen Behörde übertragen, so gelten dafür demokratische und rechtsstaatliche Maßstäbe, die einzuhalten sind. Werden sie durch die Vollgeldinitiative gewahrt? Ist diese Macht der künftigen SNB legitim? Diese Frage müssen wir ganz klar bejahen können, wenn wir die Verfassungsänderung dritten erklären wollen. Ich will es heute und hier so einfach wie möglich tun. Das Hauptgericht meiner Rechtfertigung liegt auf der Demokratie, aber auch der Rechtsstaat kommt zum Zug. Die Macht der SND wird wie folgt demokratisch legitimiert. Die Verfassungsänderung selbst ist ein demokratischer Akt, der neue Aufgaben der SND legitimiert. Die Verfassung verschafft der SND einen demokratisch legitimierten institutionellen Rahmen und einen Leistungsauftrag. Diese Regelung ersetzt eine Macht eines nicht legitimierten Teils der Wirtschaftsträger, nämlich der Banken, welche über die anderen entscheiden, indem sie die Geldmenge nach ihren privaten Interessen steuern. Damit wird eine völlig unregulierte Macht in den Kontrollbereich der Demokratie hereingeholt. Das ist in sich selbst bereits eine klare demokratische Legitimation. So wird die Gewaltenteilung zwischen Staat und Wirtschaft zugunsten der Demokratie verändert. In unserer heutigen Gesellschaft liegt die Macht ja meistens nicht nur beim Staat, sondern eigentlich mehr bei der Wirtschaft. Deshalb braucht es ein besseres Machtgleichgewicht zwischen Staat und Wirtschaft. Die Folgeinitiative stärkt deshalb die Demokratie gegenüber dem Finanzmarkt. Drittens wird die SNB ja auf das Gesamtinteresse des Landes verpflichtet. Im Gegensatz zu den Banken, die bisher nur nach ihren eigenen Interessen handeln durften, das Gesamtinteresse aber bei uns ja demokratisch bestimmt. Auch hier gilt die Demokratie. Als Staatsorgan ist die SNB dabei den grundlegenden Verfassungsgrundsätzen verpflichtet. Ich nenne nur zwei: die Verhältnismäßigkeit, also Pflicht zur Abwägung sämtlicher Interessen in einem einzelnen Entscheid, oder derjenige Grundsatz von Treu und Glauben, also Fairness gegenüber allen Betroffenen. Je nach den Erfahrungen mit der neuen Aufgabe der SNB kann diese auf dem Weg des einfachen Gesetzes jederzeit wieder geändert werden. Damit wird eine Macht, die bisher den Marktgesetzen, genauer eigentlich dem Eigeninteresse von Marktmächtigen,
Banken überlassen gewesen ist, den Gesetzen der Demokratie unterstellt. Die Politik kann auf demokratischem Weg den Machtbereich der SNB jederzeit neu definieren. Soweit zum demokratischen Aspekt. Die Macht der SNB wird aber auch rechtsstaatlich legitimiert. Die SNB wird nur dem Gesetz verpflichtet, steht hier. Das ist in unserem Artikel 99a. Dass die SNB ausschließlich dem Gesetz untersteht, beinhaltet zwei Dinge, nämlich einmal die Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft. Kann man nicht reinreden, sie ist nur dem Gesetz verpflichtet. Aber sie ist dem Gesetz verpflichtet, nämlich Gesetzmäßigkeit ist ihre Grenze. Hierin liegt die konkreteste so demokratische, rechtsstaatliche Einbindung der SNB. Der Gesetzgeber hat es in der Hand, den Handlungsspielraum der SNB so weit oder so eng zu fassen, wie er es nach demokratischen Grundsätzen gerichtet wird. Er bestimmt also das rechtliche Korsett, an welches sich die SNB zu halten hat. Sie darf den gesetzlichen Rahmen nicht sprengen. Die rechtsstaatliche Bindung kann verschiedene Formen annehmen. Das Gesetz kann eine demokratische Organisation der Leitung der SNB vorsehen, es kann eine öffentliche Rechenschaftspflicht der Organe einführen und es kann inhaltliche Kompetenz und Kriterien bestimmen, nach welchen zum Beispiel die Geldmenge zu bestimmen ist. Wir denken dabei, dass sie die Geldmenge auf die Entwicklung des Bruttoinlandprodukts der Schweiz auszurichten habe. Das ist aber nicht fixiert. Auch das kann der Gesetzgeber machen. Welche organisatorischen Regeln hier erlassen werden sollen, möchten wir ganz bewusst auf Verfassungsebene nicht präjudizieren, vorausbestimmen. Aber es sind gewiss Verbesserungen gegenüber dem heutigen Nationalbankgesetz denkbar. Das Gesetz könnte beispielsweise folgende Machtbindungen vorsehen. Eine Vergrößerung des Direktoriums. Das heutige Dreierkollegium ist viel zu wenig breit abgestützt. Man könnte schon deutlich Demokratie in die Nationalbank hineinbringen. Die Wahl durch das Parlament, also eine ähnliche Legitimation dieser Nationalbank wie des Bundesgerichts, das wäre auch vielleicht sinnvoll. Dann eine Rechenschaftsablage vor dem Parlament, mindestens ein jährlicher Geschäftsbericht, allenfalls auch laufende Kontrollen während des Jahres, sodass die Frage, ob das Gesetz eingehalten ist oder nicht, öffentlich diskutiert werden kann. Ja, aber dann auch anders, Beschwerderechte gegen bestimmte Anordnungen, zum Beispiel eine Art Verbandsbeschwerderecht, wie heute Umweltschutzverbände es haben und andere auch, gegen Gesetzesverletzungen an das Bundesgericht. Das ist durchaus machbar und möglich. Soweit, liebe Freunde, Demokratie und Rechtsstaat legitimieren doch wohl die Nationalbank. Ja, und jetzt die Frage an die Helvetia. Welches Fazit soll Helvetia daraus ziehen? Ich sage, für sie sei die Sache klar. Naja, für Helvetia scheint das so zu sein. Für mich ja auch. Allerdings vielleicht nicht ganz so einfach, wie Helvetia das gerne haben möchte. Denn die folgende Initiative bringt nur das, was auf der Stufe der Verfassung nötig ist. Sie gewährt dem Gesetzgeber zahlreiche Möglichkeiten, die Legitimation der SNB zu stärken. Es ist aber nicht Aufgabe der Verfassung, die einzelnen Regulierungen der neuen Ordnung festzulegen. Aber, meine lieben Freunde, genau das ist eine demokratische Stärke unserer Initiative. Diese Offenheit für demokratische Entscheidungen nachfolgen. Die folgende Initiative legt die Ausgestaltung der Verfassungsregeln bewusst in die Hände des Gesetzgebers. Der Initiativtext ist in seiner Ausgestaltung offen. Und zwar gerade aus demokratischer Rücksicht auf die Freiheit des Gesetzgebers. Er soll die Kontrolle der Macht der SNB auf demokratische Weise
und nach politisch mehrheitsfähigen Kriterien gestalten dürfen. Insgesamt vertraut die Folgerinitiative der Demokratie, indem sie Raum für demokratische Prozesse und Entscheidungen offen hält. Damit komme ich persönlich und hoffentlich gemeinsam mit Helvetia, wir werden es dann am Schluss wissen, zum Schluss. Heute ist die öffentliche Grundordnung auf den Kopf gestellt. Die größte Macht liegt beim Finanzmarkt, gefolgt von der Wirtschaft und erst am Schluss von der Demokratie. Diese verkehrte Ordnung wollen wir wieder auf die Füße stellen. Die Demokratie soll den Rahmen bestimmen, für den der Finanzmarkt zu verfolgen hat. Dazu müssen wir die Macht der Banken beschränken und jene der SNB stärken. Meine Antwort auf die gestellte Frage ist, wir ersetzen eine illegitime Macht durch eine legitime Macht. Dafür haben wir ein Instrument eingerichtet, um für uns selber eine Argumentarium auch zusammenzustellen. Wir arbeiten seit Jahren intensiv an der Bewirtschaftung unserer Webseite, nicht nur eine Webseite, sondern auch eine Datenbank. Und es liegt an uns, dass wir uns regelmäßig auf diese Datenbank begeben, um die wichtigsten Informationen für uns zu holen, um sie dann so zusammenzustellen, dass dem, den wir sie vorstellen möchten, dass es für den dann auch so klar ist, gerade ist uns klar wurde, was Philipp erzählt hat. Und zur Erklärung der Navigation auf dieser Website bitte ich jetzt Daniel Meyer ans Mikrofon. Ja, besten Dank. Ich verweise auch sehr gerne jeweils auf unsere Homepage. Sie ist mittlerweile zu einer Bibliothek geworden. Deshalb findet man auch auf der Startseite bereits eine kurze Anweisung, wo findet man was auf der Homepage, und ich würde jetzt gerne in den nächsten 2-3 Minuten die Register kurz ansprechen. Also auf der Startseite wird man schon auf verschiedene Videos hingewiesen oder auch auf unsere Unterstützer, aber auch direkte Links zu Facebook, Twitter oder den YouTube-Filmen oder die Fotos, die es von den einzelnen Anlässen gibt. Nebst der Startseite gibt es das Register Initiative. Dort verweise ich gerne auf die Erläuterungen. Da wird umschrieben, was wir jetzt schon gehört haben, auch von Philipp Mastronardi, wieso der Verfassungstext doch ausführlicher nötig wurde, als nur das Wörtchen Google. Dann bei den Unterstützern seid auch ihr herzlich eingeladen, euch unter Freundinnen mit Foto und einem kurzen Statement zu melden. Ihr könnt das uns schicken und wir stellen das gerne online. Das Gleiche betreffend den Wissenschaftlern oder auch der wissenschaftliche Beirat. Auch hier kann man die einzelnen Statements nachlesen. Weiter bei den Medien, der Pressespiegel, also immer wieder verweisen wir in den Newslettern darauf oder man kann es auch hier nachlesen. Und ganz besonders auch die Videos, auch um neue Leute in dieses Thema einzuführen. Dann weiter bei der Kampagne, da gibt es Arbeitshilfen, da könnt ihr auch gerne mal durchklicken. Da gibt es auch Informationen betreffend Leserbriefe schreiben oder zusätzliche Hinweise, insbesondere Termine für nächste folgende Veranstaltungen. Oder auch die Newsletter sind hier abgelegt und die weiteren Informationen. Ein wichtiges Thema, die Unterstützung, also auch nebst dem ehrenamtlichen und idealistischen Engagement,
auch die finanzielle Seite. Man kann verschiedene Varianten nutzen, um uns finanziell zu unterstützen und insbesondere auch Hinweise, wie man Freunde, Bekannte am Mittagstisch oder in der Firma darauf ansprechen kann. Infomaterial kann man ebenfalls hier bestellen. Zur Vertiefung gibt es das Register Argumente, zum Beispiel wie entsteht Geld? Ganz kurz immer wieder die Frage, ja, ist das wahr? Stimmen eure Aussagen? Hier die verschiedenen Hinweise von Nationalbank über Europäische Zentralbank, Bundesbank, über Standard & Poor's, IWF und so weiter. Das ist hier gesammelt. Dann aber auch Stellungnahmen, zum Beispiel Stellungnahmen zur Bankiervereinigung oder gerne auch unter Fragen kann man all die von Reini Haringer und auch weiteren aufgebrachten Fragen sind dort möglichst kompakt beantwortet. Zur Vertiefung geht es dann zu wissenschaftlichen Arbeiten. Bei Interesse kann man sich gerne da durchklicken. Dann wichtig auch Kontakt. Es gibt die Regionalgruppen, es gibt verschiedene Ansprechpartner für einzelne Ressorts. Da werden wir heute im Laufe des Tages noch gezielter darauf verweisen. Dann gibt es noch eine Zwischenfrage zur Homepage oder zum jetzigen Stand der Dinge. Sonst verweise ich da gerne die Analyse zu Thomas. Stimmen? Fragen? Ja, gerne, Thomas. Ich würde gerne etwas zur Kampagnenplanung sagen. Also ich bin Thomas Meyer und bin auch für die ganze Organisation stark mit verantwortlich. Das allererste, was uns, glaube ich, was so wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, ist, wir machen das ja jetzt nicht nur so, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir ja davon ausgehen, die Folgeinitiative wird angenommen und sie ist auch mehrheitsfähig. Sie ist mehrheitsfähig, denn wir wollen ja nur das, was die Menschen sowieso meinen, was wir schon hätten. Also es muss gar keiner umdenken. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. So was, für so ein Anliegen, da kann man auch die Zustimmung eigentlich schon bekommen. Schwierig ist es ja wirklich, also eine Mehrheit zu finden, wenn es wirklich Änderungen in Gefühlen und Denken der Menschen nötig ist. Aber das ist bei uns gar nicht der Fall. Also wir haben eine ganz bürgernahe Ausrichtung. Es gibt einen zweiten wichtigen Grund, warum es mehrheitsfähig ist. Die Vorteile überwiegen wirklich überhaupt hoch. Es gibt nur ganz wenige Verlierer. Die gibt es ein paar, aber das sind echt nur ganz wenige. Drittens haben wir auch gesehen von allen bisherigen Umfragen, die gemacht wurden, dass es eben die Mehrheit für die Vollgeldinitiative gibt. Es lag jetzt immer so zwischen 58 bis 70, 80 Prozent. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Und das hat der Reini vorhin schon gesagt, es ist eigentlich sehr schön, dass wir zwischen links und rechts, zwischen den Stühlen stehen. Damit gibt es eben auch die Möglichkeit, dass auch alle Seiten sich auch mit der Folgeinitiative verbinden können. Und wir als Initiative haben ja keine Eigeninteressen. Das wird uns, kann uns auch keiner unterstellen, weil wir haben auch wirklich keine. Und das ist auch ein Riesenvorteil, weil darauf die Öffentlichkeit sehr genau achtet. Also selbst will sich da noch irgendwie eine durchsetzen, das haben wir nicht. Und jetzt der nächste Grund, warum wir in der Abstimmung auch gewinnen können, ist einfach unsere Motivation. Wenn wir begeistert daran arbeiten, können wir das auch ausstrahlen und bewegen. Ich weiß, das ist in der Schweiz immer ein bisschen schwierig, wenn man denkt, dass eine Abstimmung auch die Mehrheit finden soll. Das glauben immer viele nicht, aber es geht ja doch. Es gibt immer die Beispiele. Ich selber, also ich komme ja aus Bayern, habe da in meiner Biografie, also war einer der wichtigsten Schritte des Volks,
Entscheid Mehr Demokratie in Bayern, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, den ich damals organisiert habe und mit dem die bayerische Bevölkerung zum ersten Mal überhaupt in der bayerischen Geschichte gegen die CSU etwas beschlossen hat, nämlich das Recht auf Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Gemeinden, Städten und Landkreisen einzuführen. So, ich sage das jetzt einfach, weil ich das halt in meiner Biografie einfach immer erleben habe. Das geht auch in einer Situation, wo eigentlich alle anderen sagen, es geht doch nicht, wenn man hat es nicht in der Hand, aber es geht. Und mit dieser Stimmung, dieser Zuversicht, wenn jetzt die nächsten ein, zwei Jahre da die mit uns tragen, das strahlt aus und damit wird es auch gehen. Aber was ist denn jetzt ganz praktisch zu tun? Um was es jetzt vor allem geht, ist, dass wir Projektverantwortliche finden. Wir haben in der Kampagnenplanung, die draußen ja liegt, und bitte nehmt das mit, das ist ein ganz guter Fundus, über 30 konkrete Projekte beschrieben. Dazu werden, zu einigen werden ja auch die Arbeitskreise heute stattfinden. Aber da passiert nur was, wenn jemand das in die Hand nimmt. Und bitte nehmt es in die Hand, ihr seid dort auch selbst verantwortlich, ihr habt auch die allergrößten Handlungsfreiheiten. Wir können von der Kampagnenteam-Seite, wir können euch da nur also unterstützen, aber anpacken müsst ihr selber. Also zweitens geht es jetzt in der jetzigen Phase darum, weitere Aktive einzubinden, und es geht drittens auch darum, die Finanzierung zu sichern, damit wir die nächsten 2-3 Jahre gut durchstehen können. Bis zum Abstimmungskampf geht es darum, mindestens 1,2 Millionen Menschen zu überzeugen. Das ist das, was wir als Ja-Stimmen brauchen. Wir haben 120.000 Unterschriften gesammelt, also nochmal Faktor 10 obendrauf. Und damit es passiert, passieren kann, ist, glaube ich, einer der Schlüssel, dass wir jetzt möglichst viele Multiplikatoren ansprechen. Denn Ja-Parolen fallen nicht vom Himmel. Es ist wirklich nötig, dass Leute sich, die in gesellschaftlichen Positionen sind, einfach jetzt sich darüber Gedanken machen. Sie müssen sich ja selber etwas das durchkauen, eine eigene Position dazu finden, und das braucht Zeit. Das geht dann nicht, auf einmal ist dann nämlich die Abstimmung und dann müssen alle irgendwie was sagen und dann geht es drunter und drüber. Das ist das, was wir eigentlich möglichst vermeiden sollten, dadurch, dass wir jetzt ganz systematisch alle gesellschaftlichen Multiplikatoren, Verbände, Parteien, Medien einfach in persönliche Gespräche verwickeln. Das ist am Anfang Kleinarbeit, langfristig zahlt sich das aber aus. Und dann gibt es natürlich in den Monaten vor der Abstimmung, wird sich dann der ganze Charakter unserer Kampagne ändern. Dort gibt es dann auch auf einmal viel mehr Interesse, und es geht dann darum, eben mit einer breiten Kampagne möglichst viele Menschen zu erinnern. Und da werden wir dann ziemlich viel Presse machen, Plakate, Infozeitungen, Infostände, Verteilaktionen, also so dieses Ganze stark nach außen gepushte, ist dann nötig in den Monaten davor. Aber funktioniert nur, wenn wir jetzt den Unterbau dafür legen. Und was zu beachten ist, also wir brauchen nicht unbedingt ganz viele zusätzliche neue guten Ideen, da gibt es schon unendlich viele. Der Mangel ist eigentlich die Umsetzung, denn es gibt leider immer nie jemand, der das macht. Ich hätte, also versteht ihr, es geht einfach wirklich also darum, die Sachen anzupacken. Und dass wir uns auf die Kernbotschaften konzentrieren. Also das Problem bei uns, bei der Volker-Initiative ist schon, dass man die Diskussion ganz breit streuen kann, indem man sich verliert. Damit überfordert man viele, viele Menschen. Und deswegen haben wir ja lange daran gearbeitet, versucht, so das Verständlichste, Griffigste herauszuarbeiten, eben die drei wichtigsten Kernbotschaften: Ja zu echten Franken auf unseren Konten, zweitens Ja zum Mitte des Volkes, wir haben doch eigentlich beschlossen, dass es die Nationalbank macht, was ist jetzt da passiert, und eben die Entlastung des Steuerzahlers und der Realwirtschaft. Wir hatten immer jetzt in der Auswertung der
ganzen Erfahrung der letzten 2 Jahre den Eindruck, das sind eigentlich doch die 3 stärksten Punkte, die 3 stärksten Geschichten, die man auch erzählen kann. Und mit diesen Kernbotschaften positionieren wir uns in der Mitte der Gesellschaft und das erst macht uns mehrheitsfähig. Also radikalere Positionen, schärfere Angriffe gegen Banken oder wie auch immer, das ist alles gut, aber sollte dann möglichst eben nicht unter Folgeinitiative laufen, sondern es ist dann besser, wenn das dann mit eigenen Komitees, die gegründet werden und unter Privatnamen läuft. Die Diskussion muss vielfältig sein, wir müssen auch alle Klientels abdecken. Im Kern, so ist unsere Ansicht, sollte die Folgeinitiative aber eben in der Mitte gut bürgerlich positioniert bleiben. So, und heute ist jetzt die Kampagnentagung, es ist eigentlich so eine Art Auftakt, so wie vor 2 Jahren wir uns hier ja auch getroffen haben zum Auftakt für die Unterschriftensammlung. Und heute geht es eben darum, dass die Projekte weiter besprochen und in den Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Und jetzt die Bitte an euch alle ist, überlegt euch, in welche Gruppen, in welchen Themen ihr jetzt mitmachen wollt. Es gibt ja verschiedene Zeitfenster. Man kann, einige haben schon gesagt, sie würden am liebsten überall hingehen. Geht leider nicht. Also muss doch leider eine Auswahl treffen. Einige Arbeitsgruppen finden aber ja auch 2 oder 2-mal statt. Und jetzt bei den Projekten in den Arbeitsgruppen ist es, denke ich, wichtig, nicht nur inhaltlich zu besprechen, sondern auch, wie geht es dann weiter. Also unsere Hoffnung ist, dass vom heutigen Tag einige Projektgruppen dann sich zusammenkommen, die dann eigenständig weiterarbeiten. Also behaltet im Auge auch folgende Fragen zu besprechen. Wer ist Projektleiter bzw. Koordinator? Wer arbeitet mit? Wie kommuniziert ihr dann in Zukunft untereinander? Was sind die nächsten konkreten Schritte? Und wann ist auch euer nächstes Treffen? Und noch eins, also die Projekte arbeiten selbstständig. Also ihr müsst nicht bei uns nach Genehmigung fragen, fragt uns nach Hilfe. Weil die ganze Sache geht sowieso nur, wenn möglichst viel Eigenaktivität kommt und wir haben gar keinen Überbau, um irgendetwas groß zu koordinieren. Das geht gar nicht. Also die Aktivität muss wirklich von euch von unten kommen. Und ich würde jetzt gerne Vorblick geben. Wir wollen jetzt gleich in die Kaffeepause gehen und nach der Pause um 11.30 Uhr, dort machen wir dann wieder einen Gong, werden dann folgende Gruppen stattfinden. Ich sage es nochmal an, damit es einfach jeder so im Bewusstsein hat. Die erste Gruppe wird hier auf der Bühne sein, Aufbau, Kontakt mit NGOs, also mit Verbänden, mit Maurizio. Dann geht es weiter, hier bei Nummer 2 geht es um den Aufbau von nationalen Unterstützungskomitees, also das heißt Menschen, die im Kanton bekannt sind, die zusammenzubringen, die halt dann natürlich die Frage, wie kann man vorgehen, Strategie und so weiter, also 2 Komitees mit Simon Sendrich und Ewald Kornmann. Dann die Arbeitsgruppe 3 ist dann dort, seht ihr, geht es um Fundraising, Finanzbeschaffung mit Thomas Brendel. Dann Arbeitsgruppe 4, das ist dann hier hinten in der Ecke, Social Media, also Facebook, Twitter, Online-Marketing-Kampagne, E-Learning, dieser ganze Themenbereich mit Daniel Gamper und Felix Obrecht. Dann Nummer 5 ist dann hier gegenüber kreative Straßenaktionen mit Daniel Fehls. Nummer 6 ist dann hier hinten an der Ecke Kontakt mit Schweizer Wirtschaftsverbänden mit Reini Haringer. Nummer 7, das ist dann, wenn ihr in den hinter die Sperrwand geht, in den Nebenraum, Aufbau Netzwerk Kulturschaffende bildende Künstler mit Hendrik Barth. Nummer 8 ist Aufbau Netzwerk Darstellende Künste, also mit Musik, Kabarett, mit Carlos Schenkel. Dann die Nummer 9, da geht es um Marketingstrategie und Wählersegmentierung, also wie richten wir unsere Kommunikation aus. Es geht dann dabei auch darum, um die
Unterschriften, die Erfahrungen der Unterschriftensammlung auszuwerten. Dazu liegt auch vorne ein Fragebogen, den ihr bitte auch bitte ja, anschaut, auch eure Eindrücke zusammenfasst. Weil aus der Auswertung wir halt dann versuchen, einfach Schlüsse zu kriegen, wie man mit, also konkret in der konkreten weiteren Kommunikation vorgehen können. So, Nummer 10 ist Arbeitskreis Geld, Guerilla-Aktionen gegen die Banken mit Christoph Pfluger. Ich hoffe, er ist schon da. Ja, also da geht es jetzt eben genau, wir haben jetzt ja die brave Linie immer formuliert, da geht es jetzt eben genau darum, die nicht brave Aktionen zu besprechen. Die Nummer 11 ist neue Ideen für Kampagnen, allgemeine Informationen mit Daniel Mayer, Hans Rudi. Das ist so eine offene Arbeitsgruppe für alles das, was jemand an Fragen oder Impulsen hat, die sonst in den anderen Gruppen noch keinen Platz gefunden haben. Es gibt dann auch zwei Arbeitsgruppen, wo es jetzt nicht um inhaltliche Arbeitsprojekte, sondern mehr um den Inhalt der Folgeinitiative geht. Das Bedürfnis haben sicherlich auch einige da noch weiter einzutauchen. Arbeitsgruppe 12, die ist hinter der Tagungstisch im Seitenraum, offene Fragerunde zur Folgeinitiative mit Bruno Martin. Und Arbeitsgruppe 13, das ist auch draußen, die Erfindung des Geldes, eine Landkarte der Wirtschaft mit Ivo Muri. Also, habt eine gute Pause, trinkt noch einen Kaffee und um halb gibt es dann einen Gong, dann bitte ich euch dann in die Arbeitsgruppen zu gehen. Danke.